Ladies and Gentlemen, willkommen zu einem neuen Projekt. Wir spielen heute Vizebeast Interactions. So, erst einmal, das letzte Video ist ein bisschen her. Fast 2 Jahre. Ja. Wieso fange ich denn jetzt mal wieder mit YouTube an? Ganz einfach gesagt, ich hatte Bock drauf. Ich hatte einfach Bock drauf bekommen. Vielleicht weiß es ja der eine oder andere. Ich hatte jetzt vor kurzem nochmal eine Phase gehabt, da hatte ich relativ viel auf Twitch gestreamt. Da war aber auch irgendwann so ein Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ne, da muss ich mal gerade aufhören, da brauche ich mal gerade was Abstand von. War eine blöde Situation, möchte ich jetzt gerade nicht so drüber reden, aber naja. Ich will jetzt wirklich warten, bis sich das erste Mal alles komplett normalisiert hat, beruhigt hat und dann kann man da auch vielleicht mal wieder streamen. Aber jetzt erstmal, ich habe richtig, 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 richtig. Da war gerade nichts, da war gerade nichts. Da war gerade kein WhatsApp-Sound. Please ignore. Nee, ich habe richtig Bock bekommen auf ein Modpack mal wieder. Und weil ich Interactions schon mal gespielt hatte, ich hatte das schon mal angefangen zu streamen und ich hatte es auch relativ weit gezockt. Okay, was heißt weit? Nee, habe ich mir gesagt, machst du jetzt mal eine YouTube-Serie draus. Ich habe mir so einen schönen Server angelächelt. Und ja, ich habe dir ja gesagt, so ab und zu dann mal, dass ich eine Folge mal so aufnehme, wenn ich mal Langeweile habe. Kann man ja machen. So. Dann hüpfen wir ins Abenteuer rein. Vizebeast Interactions, keine Rückmeldung mehr, so würde ich das sehen. Und da sind wir schon. Vizebeast Interactions. Hallo, das bin ich. Hey. Nee, Vizebeast Interactions ist ein Quest-Mod-Pack. Wir müssen aber erstmal, bevor wir die Quest uns anschauen können, einem Team joinen. Auch nur Team Dosh. So, Team Dosh wurde erstellt. Wir haben hier das Questbuch. Jetzt will ich mal ganz kurz gucken, ob das hier ging. Hatte ich sogar. Ist noch alles übernommen. Sehr schön. Tschüss. Astral Tome behalten wir mal. Tome of Knowledge. Brauchen wir auf jeden Fall. Lightbox brauchen wir mal. The One Pro Read Me. So. Dann schauen wir uns doch einfach mal die Quests an. Ja. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 wundervolle Quests rein. Ich sag's mal im Voraus, dieses Modpack wird nicht irgendwie so 2-3 Wochen gehen, das ist vorbei. Das wird ein bisschen länger dauern. Wegen so einem wundervollen Mod. Gregtag Community Edition. Ja. Gregtag ist hier drin. Ich glaube, das letzte Mal, wo ich wirklich mit Gregtag gearbeitet hatte, war Project RWT sogar. Also, das ist schon so ein, zwei Generationen her. Aber bevor ich euch jetzt weiter zulabere, dieses Modpack basiert zu, ich würde mal sagen, 80 bis 90% auf Gregtag. Halt, andere Mods kommen dann noch dazu, um da so ein bisschen zu miteinander zu interagieren. So, die erste Questreihe ist einfach nur so Anfang. Welcome to Interaction. This will be the only tab. Where progression is mostly linear. After you leave the void world, progression will be scattered around multiple branches across the tabs. Good luck. Also auf gut Deutsch, diese Questreihe werden wir wahrscheinlich in den ersten Folgen schnell durchrasiert kriegen. Danach sieht es nicht besonders aus. Denn wir sind zwar jetzt hier gerade in einer Skyworld. Hier oben kommen wir an. Keine Erze ran, wir kriegen keine Tiere auf dem normalen Wege, keine Monster auf dem normalen Wege. Dafür müssen wir darunter. Nein, jetzt nicht hier so runterspringen, sondern in die Overworld. Wir sind nämlich jetzt, hier sehen wir das irgendwo? Nö, stopp nicht. Das ist hier quasi die stinknormale Overworld. Ja, wie gesagt, das ist die Overworld. Und die normale, die Overworld, wo man so wirklich rumlaufen kann, Bäume schlagen, Berge abrasieren und alles.
ist nochmal eine eigene Dimension. Um in die reinzukommen, brauchen wir das Portal zur Overworld. Also, Fall. Ich wollte schon gesagt haben, wir brauchen dieses Portal zur Overworld. Das auch schon so ein paar Sachen braucht, mit Reed, Seared Bricks, Paper Walls, Low Covenants Dust und Lava. In einem komischen Tisch und alles. Ja, denn in der Overworld, das ist der nächste Tab hier, this tab contains information about the Overworld, such as bla 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 bla. Fangen wir einfach ganz blöd an. Das ist die Questreihe zur Overworld. Die sagt uns einfach nur im Grunde genommen, wo wir was für Erze finden. Dazu komme ich später nochmal. Zu den Mobs, dazu komme ich auch nochmal. In welche Richtung man mal gehen muss. Nämlich kann man im Norden gibt es Eisbiome, im Süden wärmere, Osten sind feuchtere, so wie Sumpf, Dschungel und im Westen trockenere, wie Wüste. Finde ich eine coole Idee. Es gibt einen Scanner, der ist unheimlich wichtig. Halt die stinknormalen Blöcke von Gregtech, die sind auch ganz nett immer. Aber wir können nicht einfach in der Overworld sagen, ich grab mich jetzt hier runter und nehme jetzt mal alles an Erzen mit. Wir müssen Blumen finden. Diese Blumen, zum Beispiel diese African Lily, so sieht die aus. Wenn wir die einmal finden, dann wissen wir, alles klar, hier ist ein Apatit-Vein. Hier finden wir Apatit und Phosphor-Ohr. Was haben wir noch so? Cambridge Blue. Wenn wir die finden, kriegen wir hier Diamanten, Graphit und Kohle raus. Das ist ja nicht nur so 2-3, das sind richtig dicke Erzklumpen. So, bevor ich jetzt aber weiter nur rumlabere, ich würde sagen, wir fangen an. Hey, listen, 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 hey, listen, hey, blablabla. If you see one of these quest icons, it means that this section contains information that can be found in J or I or useful tips and tricks to get through the pack. Also diese Ausrufezeichen sind einfach nur wichtige Informationen. Haben wir verstanden. We're going to full trust. Ja, die sagen uns auf jeden Fall, wir sollen ganz, ganz gemütlich durch J.A.I. gehen, uns alles gut durchlesen, durch J.A.I., durch das Questbuch und nicht das durch das Pack rushen. Das kannst du vergessen. Das ist egal. Kann ich gut lesen. Ja, hier steht nochmal Natural Spawns are disallowed in the Void. Bla bla bla. Wir können hier keine Grashalde machen für Tiere zu spawnen und alles. Ore Excavation ist disabled. Größtenteils. Weil wir später die Sachen dafür brauchen. Also größtenteils kannst du das komplett in die Tonne klappen. Das finde ich eine coole Idee. Ich muss ja gerade teilweise selber nochmal so ganz kurz überfliegen. Also entschuldige mal gerade, ich muss jetzt auch generell jetzt wieder richtig reinkommen ins Let's Playen und all sowas. Das ist. Ich bin da teilweise echt raus. Das ist das einfach. Wir können, wenn wir einen Schlüssel haben, können wir zum Beispiel das Astralturm nehmen. Vielleicht sehe ich das. Nö. Kann ich das mit einem normalen Buch gerade zeigen? Genau. Man nehme ein Vanilla-Buch oder irgendein anderes. Packe es in Chisel und man kann sich hier die unterschiedlichen Teile, die unterschiedlichen Manuals rausholen. Ganz ehrlich gesagt, das wünsche ich mir in mehr Modpacks. Bitte, 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 liebe Modpack-Entwickler, macht das. Bitte. So, haben wir geschnallt. Dann hier, JI Pro Tips. Ich glaube, das wissen wir, dass JI dann Freund und Helfer ist. Das mache ich jetzt mal. Hake ich mal ab. Denn das ist einfach ein ganz angenehmes Feature. Ich drücke jetzt zweimal Shift. Und hier werden alle Quests aufgelistet. So, jetzt aber. Fangen wir mal endlich richtig mit dem Modpack an. Read me. Du putze. Wir sollen jetzt einfach nur. Moment. Hä? Tome of Knowledge? Das ist neu. Haben die jetzt. Das ist jetzt nicht in. Oh Leute, das könnt ihr da jetzt nicht mit mir machen. Okay, Pack durch. Wir haben alles an EMC, was wir wollen. Wir haben alle Rezepte freigeschaltet. Wir können jetzt einfach alles holen, wie Laub, Setzlinge, Steine. Oh, das war's.
Entschuldigung, konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. Nee, die erste Quest besagt, wir sollen das Knowledge Book in den Transportation Table packen, weil das ist alles, was wir kriegen werden. Das ist wirklich alles, was wir an MC kriegen werden. Also wir können jetzt hier keine Dialog oder so machen. Das haben sie nur gemacht, um den Anfang was angenehmer zu gestalten, weil kleiner Fun Fact. Die Beta-Tester von diesem Modpack hatten damals noch in der oh, okay, interessant. In der Overworld angefangen, also in der Overworld. Und da sind sie dann mal ganz schnell so oft gestorben, dass sie gesagt haben, ey Leute, könnt ihr vergessen, machen wir nicht. Deswegen haben sie gesagt, man fängt hier mit erstmal in der Skyworld an. Das in Deutsch ist der erste Tab erstmal entstanden. Leute, jetzt. Dankeschön. So, auf jeden Fall. Erster Quest geschafft. Wir kriegen Pizza Soup. Oh ja, lecker, lecker, lecker. Packen wir mal hier in die Lunchbox am besten rein. So. Das hake ich jetzt einfach mal ab. Wir kriegen einfach nur nochmal ein Buch. Da packe ich es einfach auch hier rein. Haben wir ein bisschen mehr EMC. Herzlichen Glückwunsch. Das ist ja für so etwas von scheißegal. Habe ich jetzt mein. Nee, ist richtig. Ist alles richtig. So. Wir müssen jetzt einen Oak-Zeptin kriegen. Also. Vayne-Miner habt ihr ja schon mitbekommen. Ist nicht dabei. Also ist quasi dabei, aber ausgeschaltet. Ich kann es jetzt auch gerade mal zeigen. Ich habe jetzt Oakwood in der Hand, das wird nicht gehen. Bei Laub geht es. Aber naja. Ich werde jetzt auch gucken, dass ich teilweise die ersten Folgen so schon mal ein bisschen was vorbereite. Also ich werde jetzt nicht so wie damals immer alles kleinkariert mit euch mitmachen. Also den Anfang werde ich auf jeden Fall noch alles gemütlich zeigen, aber später dann, wenn es wirklich zur Technik geht und alles und da einfach nur so teilweise wiederholend ist, was man schon 17 Mal gesehen hat, so Erstverarbeitung oder so, das werde ich auf jeden Fall offscreen machen. Außer es kommt dann halt wirklich mal was Interessantes, was ich auch zeigen kann. So, wir hatten auf jeden Fall hier eine Quest erledigt. Breaded Pork Chop. Coagulated Plant Ball. Können wir noch nicht machen, aber lege ich mich schon mal hier hin. So, wir brauchen jetzt Flint. Die wollen Flint-Sachen von uns haben. Können wir Flint hier rausholen? Nee, Gravel war das aber, ne? So, 7 Stück haben wir. Dann 3 Stonewalls und dann sollen wir eine Rudimentary Hatchet machen. Stone Rod. Na, wo haben wir sie? Nein. Nein, da. Können wir das auch vielleicht mit denen machen? Nee. Okay. Dann machen wir das eben nochmal so, wenn der Pack uns jetzt nicht machen lassen möchte. So, 2 Cobblestone, 4 Stonewalls. So, einmal, zweimal, dreimal. Wenn es jetzt so schnell war, wir können Flintmaterial, Flintwerkzeug machen. Einfach mit 2 Flints übereinander für eine Schaufel, 2 daneben für eine Axt und einmal so um die Ecke, 3 Stück für eine Pickaxe. Wer jetzt schon denkt, oh Scheiße, ist das langweilig? Nein, ist es nicht. Das wird jetzt nicht für immer und ewig so bleiben. So, das ist einfach nur das Anfangswerkzeug. Wir haben jetzt Pineapple Ham bekommen. Gut. Also, 16 Flintblöcke kriegen wir. Okay. Futter tue ich nochmal hier rein. Können wir nicht am Anfang alles gut brauchen. So, da tun wir rein. Und jetzt können wir endlich mal hier die ersten Bäume abfarmen. Also auch richtig mit einer Axt. Ich habe mir auch schon überlegt, wo ich oder wie ich die Base aufbauen werde. Ich werde auf jeden Fall sagen, dass ich die Base in der Skyworld aufbauen werde. Weil
Ich habe ja eben schon erwähnt, dass auch so ein Tab bei der Overworld-Tab, dass es da was zu den Monstern gibt. Die werden nämlich über das Packen über schwerer. Dazu werde ich dann später mal Bescheid, mehr Bescheid geben, aber da hier in der Skyworld keine Monster spawnen können, bin ich ganz ehrlich dafür, baue ich in der Skyworld. Da sehe ich das keinen Sinn, dass wir das in der Overworld machen, wo wir dann immer weiter genervt werden. So, hier wollen wir weitermachen. Wir wollen jetzt Oakwood Plains. Oakwood Plains. Nehmen wir doch mal. Geht nicht. Shopping? Was? Was ist? Ja. So machen wir ganz am Anfang Holz. Wir müssen das Holz mit der Axt kaputt machen. Aber naja. Wir kriegen jetzt schon alles hin. Es ist jetzt schwerer oder beziehungsweise schlimmer, als es aussieht. Einzige Problem ist, das verbraucht einiges an Hunger. Deswegen geht ja schon sofort das Sweet Potato Soufflé essen. So, dann eine Flintschere. Nochmal 6 Gravel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die können wir leider nicht kaputt machen, oder? Nee. So, 1, 2. Flintschere ist dabei. Und wir kriegen Bananasplit. Also mit Futter werden wir versorgt. Das auf jeden Fall. So. Wir machen auf jeden Fall weiter, denn jetzt kommt schon sofort dieser wundervolle Starving Artisan Basic Worktable ran. So, den mache ich auch sofort fertig. Können wir eine Crafting Station. Ah ne, das war. Stimmt, Crafting Station kommt jetzt später. So, ich würde sagen, hier machen wir erstmal so unsere Anfangsstation hin. Das heißt, wir brauchen nochmal 3 Holz. So, dann haben wir natürlich auch das 2x3 Crafting schon mal freigeschaltet. Und die Basic Worktable braucht eine Pickaxe, eine Hatchet und eine Schaufel. Ich hoffe, das geht jetzt auch klar. Nicht, dass ich das eine neue machen muss, aber ich fürchte nicht. Basic Worktable. Der kommt dann einfach mal hier hin. Und dann noch einen Stone Mallet. Kriegen wir auch noch ganz schnell hin. Das ist einfach 2 Sticks, 3 Sticks und 2 Stone gewesen. So. Vielleicht kriege ich auch mal so von der alten Truppe so ein oder zwei überredet, mal vorbeizuschneien. Wenn so interessantere Sachen mal anstehen. Weiß ich aber noch nicht. Muss ich mal ansprechen. So, wir bekommen auf jeden Fall eine Toolbox. Die ist super. Da tue ich nämlich schon mal die Schere hier rein. Denn wir haben hier jetzt links Zugriff drauf auf alles, was in der Toolbox ist. Und dieser Worktable verbraucht unterschiedliches Werkzeug. Was uns jetzt schon mal dadurch weiterhilft. Wenn das Werkzeug links in der Kiste ist, zieht er sich das einfach mit. Kann man das einfach rüberziehen oder mit Shift zieht er sich das auch sofort rüber. So. Dann, was steht dann noch als nächstes an? Entschuldigung. Wir müssen als nächstes Water Strainer machen. Dazu Survivalist Strainers und. Ja, zweimal Survivalist Trainer, aber einmal Dance. Er will eine Stone Saw. Und eine Flint Axe. So, ich würde sagen, das graben wir dann, grasen wir einfach mal alles nacheinander ab. So, damit haben wir dann schon mal das Zeug für die Flint Axe zusammen. Zack. Erstes Problem erledigt.
Ich bräuchte aber vielleicht dann noch so ein oder zwei Zepplinge. Machen wir mal Spruce. Da kriegen wir, glaube ich, ja schon mal dann so ein bisschen mehr Holz raus und alles. So, Flintex. Oh ne, ne. Den Bug haben sie immer noch nicht behoben. Die Gregtech Tools haben eingebauten diesen Tree Capacitor, also dass das auf einen Schlag umholzt. Problem ist, dass das verbuggt. Es gibt so ein paar Bugs in dem Spiel. Da werde ich eh mal. Freue ich mich eh schon drauf. Muss ich eh mal gucken, wie ich dann damit umgehe. Ich werde das aber auf jeden Fall gucken, ob ich da irgendwie so einen Hotfix für im Internet finde oder sowas. Oder ansonsten werde ich das einfach ganz so umgehen erklären. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, man kann vorbereiten. Ich drücke es mal so aus. Wenn wir die Vorbereitung haben und diese Bugs eigentlich auftreten würden, werde ich wahrscheinlich zumachen, wenn sich bis dahin nichts anderes ergibt. Dass ich dann cheaten werde, aber nur unter Voraussetzung, ich könnte es machen. Ich weiß, welche das momentan sind. Das sind so zwei oder drei fiesere, die auch teilweise so ein bisschen Game-Breaking gerade sind. Keine Ahnung, warum die nicht gefixt werden. Aber naja, sie existieren, kann man jetzt gerade nichts dran machen. So, Holz haben wir jetzt auf jeden Fall. Das ist schon mal teilweise gut, aber wir haben jetzt nicht so viel bei rumbekommen. Ich nehme einfach nochmal so 9 Stück. Machen wir nochmal gerade eine neue Axt. Ich sage auch schon mal im Voraus, ich werde jetzt nicht jeden Tag eine neue Folge rausbringen. Das könnte man. Oh, das war jetzt echt das Top gelohnt. Ja, da könnte momentan bei meinem Tagespensum, glaube ich, etwas vergessen, besonders bei diesem Pack. Ich werde aber gucken, dass ich so häufig wie möglich eine Folge raushaue. Denn ich finde mich ja immer noch in der Ausbildung. Ne, nicht vergessen. Ich bin jetzt mittlerweile kein arbeitsloser Arbeitsloser mehr. Ich bin nur noch ein arbeitsloser Halbarbeitsloser. Wobei. Sagen wir lieber, ich bin eine gute alte, unterbezahlte, arbeitslose Azubi. Ich glaube, da trifft das eher. Nee, ich mache jetzt mal immer noch momentan meine Ausbildung, um auf gut Deutsch nicht mal zu sagen, ohne hier großartig weiter Schwachsinn zu labern. Ich weiß, es ist eh schon viel zu spät. Heißt, Ausbildung geht bei mir noch vor. Besonders, weil ich jetzt im nächsten Jahr schon Zwischenprüfung habe. Und auf die konzentriere ich mich erstmal. So, das haben wir. Das haben wir noch nicht. Die Stunzer. Dann holen wir uns einfach nochmal ein bisschen Cobblestone. Die brauchen noch einen Flint und Sticks. 1, 2, 3. Zack, zack. So, Stone Saw. Einmal. Und zweimal. Die haben wir auch. Die tue ich dann direkt hier rein. Haben wir. So. Wir müssten jetzt hier mit Wasser weitermachen. Denn hierfür brauchen wir Wasser. Die Teile brauchen auf jeden Fall Wasser zum Bearbeiten. Das heißt, wie kommen wir jetzt hier an Wasser ran? In vielen Modpacks ist das ja so, dass wir einfach sagen, von vornherein alles klar. Einmal bauen wir so einen schönen Barrel auf. Es regnet gerade wundervoll. Ist ja kein Thema, ne? Ja, Barrel gibt es hier nicht. Oder anders ausgedrückt, Ex Nihilo gibt es hier nicht. Das heißt, Dwings bekommen wir auch nicht über diesen Wege. Sondern wir bekommen. Moment, einmal ganz kurz hier was aufräumen. Wasser. Bekommen wir über den Water Condensator. Wie kommen wir an den Water Condensator ran? Der Water Condensator sind zwei Iron Gears, zwei Pistons, damit kennt sich der Trifolo ganz gut aus. Bronze, also Aluminium, ist ja gar kein Thema. Ach komm, geh mal einen Schritt weiter. Titanium.
Für Titanium brauchen wir einen Vakuumfreezer. Im Vakuumfreezer wird dann ein noch Titanium-Ingot rein, was wir über den Blasfindest kriegen aus Magnesium. Okay, lassen wir das. Nee, ganz, ganz einfach. Wir haben hier Eis. Das war's. Wir kriegen jetzt mal Stuffed Pepper. Und bevor ich jetzt komplett fortfahre, ich mache einmal meinen kleinen Lieblingstrick. So, so. Das bleibt ja hier gerade stehen. Das heißt, einmal, zweimal, dreimal, viermal. Fertig. Wir haben hier eine Stelle für Wasser. Also Wasser bekommen wir jetzt auch schon rein. Das ist nicht das Thema mehr. Wir müssen auf jeden Fall mit dem Water Strainer weitermachen. So, einziges Problem. Wir brauchen Strings. Oder? Wir nehmen Twines. Twines sind Plant Fibers oder Setzlinge oder irgendwas anderes Pflanzliches. In der Schere. Ich würde aber erstmal sagen, wir kümmern uns jetzt um das hier. Das ist erstmal wichtiger. So, Fences brauchen wir. Wood und Whopper. Einen Whopper. Also, wer geht mal gerade von uns gerade zu Burger King? Das Problem ist, das wird jetzt noch eine Zeit lang dauern, bis wir den fertig kriegen. Das heißt, ich werde jetzt hier einfach schon mal ein bisschen vorbereiten für das Zeug. Ihr freut euch auf die nächste Folge, die kommt bestimmt schon die nächsten Tage. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei den nächsten Tagen bei Feast Interactions. Boah, ich freue mich schon gerade wieder richtig aufzunehmen, ne? Also bis dahin. Tschüss.